Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 22. September. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für euch. Wir beginnen bei Java, gehen zu Tesla, zu Nvidia Shield, zu Toshiba, zu HTC, zu Surface Pro, zu Huawei Mate 10 Lite, zu QC35.2, zu Trackstore und zu Minecraft. Wir beginnen bei Java 9 und da gibt es gute Nachrichten, vor allem mal in erster Linie für Entwickler, aber dann auch für die unzähligen Anwender. Java 9 ist endlich fertig. Es gab unzählige Verzögerungen. 3 Jahre wurde das Ganze entwickelt. Bereits 2014 gab es die ersten Vorschläge zu dem ganzen Standard und da ging das Ganze auch los. Neues vor allem die Modularisierung von Java mit Jigsaw und eine Erweiterung der Stream-API. Alles Weitere könnt ihr euch jederzeit anschauen. Das Kit ist wie immer kostenlos für Entwickler generell oder generell für alle eigentlich zur Verfügung. Und auch so, Java wird dann quasi auch für normale Anwender bald ein Update bekommen. Dann kommen wir zu Tesla und die wollen ja angeblich einen eigenen Chip für KI in ihren Autos entwickeln. Und da gibt es jetzt überraschende News, die sollen angeblich auf AMD setzen und nicht auf Nvidia. Nvidia ist ja eigentlich sehr, sehr stark in dem Markt, aber anscheinend soll die Technik jetzt eben doch AMD beliefern quasi. Ja, im Endeffekt überraschende News. Im Endeffekt, die AMD-Legende Jim Keller ist mittlerweile Chefentwickler bei Tesla. Das wird natürlich wahrscheinlich auch einen Einfluss auf das ganze Thema haben. Wir bleiben mehr oder minder bei Nvidia. Da gibt es interessante News. Das Shield TV, ein sehr starkes Android TV, wird günstiger. Die Basisversion geht runter auf $180. Das ist allerdings ein Preissenkung, die auch bei uns im Markt schon angekommen ist. Auch bei uns bekommt man mittlerweile die Bundles inklusive Fernbedienung für €200. Offensichtlich möchte Nvidia das zuletzt letzte Woche vorgestellte Apple TV 4K, also 4K angreifen. Das kann zwar Leistung auch durchaus. Ich habe das Nvidia Shield TV schon sehr lange. Ich mag es auch sehr, sehr gerne. Durchaus ein spannendes und nettes Gerät und jetzt auch preislich sicherlich sehr, sehr, sehr interessant. Im Unterschied zum Apple TV kann das Ding zum Beispiel einfach auch einen Black-Server selbst schmeißen, also nicht nur von einem Server quasi sich Inhalte holen, sondern den auch selbst hosten. Da ist einiges an Rechenleistung drinnen. Also rein technisch muss man sagen, ist es dem Apple TV wahrscheinlich voraus. Wir kommen zu Toshiba. Und die haben ja quasi ihr Speichergeschäft verkauft, an dem man ja sehr, sehr viel interessiert, unter anderem auch Google und Amazon. Der Zuschlag ging aber an jemand anderen. $15 Milliarden hat das Ganze gekostet. Bain Capital hat den Zuschlag geholt. Das ist ein Investor-Konsortium. Dahinter stehen Firmen wie Apple, Dell, Kingston, Seagate und Western Digital. Wir kommen zu HTC und zu Google. Ja, für Google hat es dann auf der anderen Seite doch wo geklappt, nämlich bei HTC. Die Gerüchte gibt es ja schon länger. Am Dienstag wurde auch bereits der Handel der HTC-Aktien der Börse eingestellt. Das war ja schon mal ein gutes Zeichen. HTC schlägt zu und kauft einen Teil der Handysparte von, also Google schlägt zu und kauft einen Teil der Handysparte von HTC. Im Endeffekt bezahlt Google dafür $1,1 Milliarden. Im Endeffekt geht es vor allem um den Teil der Handysparte, die bisher auch die Pixel-Geräte gebaut hat, also insofern wahrscheinlich eine relativ vernünftige Akquisition von Google. So können sie noch mehr Kontrolle über die Produktion ihrer Pixel-Smartphones ausüben. Wir kommen zu Microsoft und da wurde jetzt mehr oder minder ein Gerät geleakt. Das Surface Pro mit LTE soll endlich kommen. Im Endeffekt optisch wird es sich nicht großartig vom normalen Surface unterscheiden. Im Oktober gibt es dann das Event, da werden wir dann nähere Details erfahren, auch wenn schon relativ viele geleakt sind. Die Hardware bleibt größtenteils gleich. Wir kriegen weiterhin einen Core i5 mit 12,3 Zoll Display. Wir kriegen weiterhin 2736x1824 Pixel Auflösung. 2 Kameras, Micro-SD-Kartenleser und so weiter und so weiter. Die Preise sollen bei €1300 beginnen. Stichwort teuer, wir kommen zu Huawei und die haben ja schon den großen Kampf Apple gegenüber angesagt. Die wollen ja das nächste AI-Phone, das echte, vorstellen. Da werden ja schon Preise kolportiert, die tatsächlich irgendwie auch auf Apple-Niveau liegen sollen. Auf der anderen Seite sind wohl heute Bilder geleakt von einem Huawei Mate 10 Lite. Die Bilder hat Evan Blass zugespielt bekommen, ein bekannter Leaker und Pressemitarbeiter quasi in dem Bereich, der immer sehr, sehr gute Hinweise liefert. Das Ganze soll eine Dual-Kamera mit 16 und 13 Megapixel bekommen. Prozessor leider nicht den neuen 79er, der so viel Leistung bringen soll, sondern nur einen 659er Kirin-Rechner. Ja, alles Weitere sehen wir dann am 16. Oktober. Das Gerät selbst sollte relativ spannend werden anscheinend und eben unter €500 kosten, was es natürlich potenziell sehr, sehr, sehr interessant macht, allein schon ob des Preises.
Ja, vor ein paar Wochen habe ich euch von den Bose QC35-2 erzählt. Das sind im Endeffekt die überarbeiteten, sehr guten Noise-Canceling-Kopfhörer von Bose. Die sollen aber jetzt den Google Assistant bekommen. Mittlerweile wurde es wahr, sie haben ihn bekommen. Die Geräte sind ab heute im Handel, kosten 380 Euro. Das ist auch der Einstiegspreis der Bose QC35 bisher gewesen. Von daher, ja, durchaus interessantes Update. Wir kommen zu Trackstore. Da geht es ihnen ein bisschen günstiger zu. Die haben im Sommer ja etwas teure Notebooks vorgestellt, jetzt wieder zwei billige. Zwei Convertibles mit 11 und 13 Zoll. Eigentlich Standardkost und Hardware, sehen aber recht gut aus und sind vor allem sehr, sehr, sehr günstig. Die beginnen bei 400 Euro für das 13 Zoll Modell und 350 Euro für das kleinere Modell. Relativ spannend, da ist sogar noch ein freier M2-Slot in dem Ding drinnen. Das heißt, man kann noch eine SSD dazu stecken, um den Speicher entsprechend zu vergrößern. In alter Tradition endlich mit einer Game News, und das ist eine sehr spannende. Microsoft hat endlich das Better Together Update für Minecraft ausgerollt. Damit können PC-Spieler, Xbox One-Spieler, iOS- und Android-Spieler alle gemeinsam auf einem Server spielen, völlig egal, was für ein System man hat. Spannende Sache, Crossplay ist was Tolles, Nintendo Switch-Spieler sollen noch dazukommen Ende des Jahres. Mit PlayStation konnte man sich offensichtlich wie immer leider nicht einigen. Das war's für diese Woche vom Geek Talk Daily, das war's für diese Woche von mir. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Nächste Woche ist dann der Martin für euch da. Bis bald wieder und ciao. Hört mehr Geek Talk.